Moin Leute, da bin ich wieder zurück bei Legend of Zelda Oracle of Ages. Ich hätte jetzt gerade fast Seasons gesagt. Wäre natürlich nicht richtig gewesen. So, ja, wir befinden uns immer noch hier in dem Dorf. Und ich höre auf, Gras zu zerschneiden und gehe direkt mal zum Dekobaum, beziehungsweise dahin, wo der Dekobaum sein müsste. Der Marco-Baum ist ein weiblicher Baum, der springen kann. Oh Gott, und wurde sie von Monstern bedrängt. Stimmt, ich glaube, wir müssen uns erst... Entschuldigung. Hier ein wenig im Dorf umgucken. Da wir eine Schaufel benötigen, um zum Dekobaum zu kommen. Da stehen Wachen, da kommen wir nicht vorbei. So, was bist du? Genau, stimmt. Warte, da kann ich jetzt hingehen. War das der verdammte Gascha? Sogar da... Gascha-Kern, genau. Steck ihn in weiche Erde. Ja, ja, draußen ist ein Beet. Ich weiß, kommt er nicht auf die Idee, dort irgendwelche Kerne einzupflanzen. Nein, könnte ich nur. Irgendwie ein Beet. Hier kann man Gascha-Kerne einpflanzen. Okay. So. Haben wir den eingepflanzt. Und wenn wir jetzt später im Spiel irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das berechnet wird, wenn man über 80 Millionen Karten gelaufen ist, also 80 Millionen mal Bildschirm gewechselt hat, keine Ahnung, wie das berechnet wird. Hallo? Papier, hast du Papier? Nein, ich habe kein Papier, tut mir leid. Ja, dann wächst da ein Baum und da ist dann eine Nuss drin und die kann man öffnen. Und wenn man jene geöffnet hat, dann erhält man da irgendwas Tolles raus. Hallöchen. Dies ist der Eingang des Turms, der im Auftrag unserer Königin Ambi bis in den Himmel hineingebaut wird. Ursprünglich sollte der Turm Königin Ambis liebsten zur Orientierung auf See dienen. Doch seit Nairo kam, steht die Sonne fest am Zenit, als ob die Zeit selbst stillsteht. Denk jetzt aber nicht, die Königin halte uns zur Arbeit an. Im Dorf nennt man dieses Bauwerk bereits den Schwarzen Turm. Okay. Sieh dich nur um, manche Stellen sind jedoch abgesperrt. Steh aber nicht unnütz herum, das sieht man hier nicht gern. So, und wir dürfen... Schwarzer Turm. So, hier wird sich noch so einiges abspielen. So, Wache. Wir müssen den Turm für Ambi so schnell wie möglich fertigstellen. Jupp, das hat schon irgendwer mal erwähnt. Was sagst du? Und weiter und weiter und... Wenn ich mich nicht beeile, gibt es Ärger mit den Wachen. Genau, die gibt es. Da steht noch eine Woche, hier steht so ein Bauaufseher. Wir sollten bis morgen fertig sein, doch wir liegen zu weit zurück. Das packen wir nie. Und weiter und weiter und wenn ich mich beeile, gibt es Ärger mit den Wachen. Das sagte bereits dein Kollege. So, ich gucke mal, hast du noch was? Hä, etwas zum Graben? Du bist ein fleißiger Junge. Hier, du kannst diese Schaufel haben. Schaff mit der Schaufel doch bitte den Dreck dort weg. So, und wir haben die Schaufel. Nun kannst du im Erdbereich graben. Wir leisten harte Arbeit am Turm. Mach dich nützlich. Ich mag auch den Sound von diesem, von der Schaufel. Rachü, rachü. Okay. So, wir gucken aber einmal noch kurz nach links hier. In der Hoffnung, dort etwas zu finden, vielleicht? Nein, da darf ich nicht lang. Warum darf ich da nicht lang? Von hier aus geht es nicht weiter. Oberhalb ist alles unverändert, also gibt es keinen Eingang. Nun geh schon. Okay, dann gehe ich eben... So, Grammatana, zack, noch einmal hier durch. Und einmal mit diesem wunderschönen Geräusch nochmal. Und gehen wieder hinaus. So, wir befinden uns immer noch in der Vergangenheit, aber wir können jetzt hier die Schaufel wegmachen und du erhältst ein Herzteil. Sammle 4 davon, um einen weiteren Herzcontainer zu erhalten. Im Untermenü siehst du, wie viele Teile du hast. Jawohl. Ich weiß nicht, die Maus ragt da gerade so halb ins Bild. Ich weiß nicht, ob Fraps die jetzt mit aufgenommen hat oder nicht. Aber wir haben jetzt die Schaufel und können uns zum Marco-Baum durchgraben. Wir können jetzt doch übrigens überall, können wir jetzt, ups, ist fast ins Wasser gefallen, wir können jetzt überall graben. Das sind natürlich nicht immer nur positive Sachen, halt ab und zu auch mal solche Gegner wie die Spinnen, die wir dann ausgraben. Und was dann richtig praktisch ist, wenn man das Feld wieder wechselt,
dann ist alles wieder zurückgesetzt. Das heißt, man kann da graben und graben und graben und graben und graben und graben und, graben und kann sich damit quasi schon jetzt im Spiel im Prinzip unendlich Rubine erzeugen bzw. finden. Aber wozu das Ganze? So, wir befinden uns jetzt in der Marco-Passage. Die ist jetzt nicht ganz so einfach wie in der Gegenwart. Wir müssen jetzt nämlich die Rätsel lösen. So, einmal die. Der hat uns getroffen. Komm her. Das Gedrache. So, hier ist ein Schlüssel. Okay. Ja, das ist im Prinzip der erste Dungeon. Das ist ein Tutorial-Dungeon. Der einem immer so erklärt, was man machen muss, um bestimmte Räume zu schaffen. So, manche Räume daraus sind Schlüssel. In manchen Räumen muss dann, wie in diesem hier gerade, einfach alle Gegner besiegen und öffnen sich die Türen wieder. Manchmal muss man irgendwelche Schalter umlegen. So, hier ist so eine Art Labyrinth oder was das sein soll. Ah nein, gar nicht. Stimmt, hey, ja. So und so. Kann man den Weg freimachen. Und lassen die Truhe dort in der Mitte erscheinen. Und jetzt müssen wir da links lang. So, und ein kleiner Schlüssel. Mit ihm öffnet zu verschlossene Türen und Blöcke in dieser Höhle. Also das waren, das ist jetzt übrigens nach links und rechts die beiden Wege. Weil diese Passage dann noch nicht fertig ist. Und in der Gegenwart ist dann hier quasi einfach der Weg nach oben schon. Der wurde dann schon fertig gegraben. Aber jetzt müssen wir noch dieses Dungeon lösen. Ja. Die kann ich verschieben, alles klar. So, und die Tür ist offen. Ging es hier nach unten noch ein Stück? Nö, nichts weiter, alles klar. Dann gehen wir einfach weiter. So, hier sind das Skelette. Die sind aber auch überhaupt kein Thema. Und wir können den verschieben. Und den nach da, so. Und ein weiteres Herzteil. Zwei Stück noch und wir haben vier Herzen. So, den braucht man nur in irgendeine Richtung verschieben. Und dann kommt man hier durch. Und ich glaube, das war's schon. Ja, hier geht's dann wieder nach oben. Oh, Quiek, das ist dieses Ding, von dem Vera gesprochen hat. Attacke! Nein, lasst mich in Frieden! Was willst du? Aus dem Weg! Ding! Ah, so tut doch etwas. Wow, du bist ja mutig. Hallo, da danke, wer bist du? Link, welch hübscher Name. Ich bin der Marco Baum, du warst tapfer. Es heißt, das Orakel der Zeiten habe Königin Ambi davon überzeugt, einen schwarzen Turm zu errichten. Eventuell steckt sie hinter diesem Überfall. Danke für die Rettung, das werde ich niemals vergessen. Ich werde dich belohnen, wenn ich groß bin, das verspreche ich. Das ist wohl alles, was ich machen kann. Ach ja. Hörst du? Ich werde dich belohnen, wenn ich groß bin. Du musst mich ganz bestimmt besuchen. So, Liebster. Ach, wenn ich groß bin, werde ich deine Braut. Ups, ich hab's ausgesprochen. Süß. Der Baum ist in uns verliebt. So, hier haben wir jetzt das Portal wieder geöffnet. Und weil sie es in der Vergangenheit geöffnet hat, muss man darauf achten. So, zack. Jetzt reisen wir wieder in die Gegenwart. Ist die Passage immer noch offen. Und weil wir den Marco-Baum in der Vergangenheit gerettet haben, ist sie jetzt in der Gegenwart immer noch da. Ist das nicht cool? Echt, es ist seltsam. Meine Erinnerung ist schemhaft. Ich vergesse. Oh, du bist Link. Link! Was machst du jetzt hier? Ich habe so lange auf dich gewartet. Weißt du noch, vor hunderten von Jahren, Link, du gabst mir ein ewiges Versprechen. Nein. Das hast du gesagt, das war nicht ich. Wenn ich groß bin, werde ich dich heiraten, das hast du gesagt, Link. 400 Jahre habe ich gewartet. Doch, ich wusste, dass du mich nie vergessen würdest. Unsere Herzen sind auf ewig miteinander verbunden. Oh, ist das süß.
Wie? Du bist gar nicht deswegen hergekommen? Und warum hörst du mir nicht zu? Ach, du willst es. Du willst also über Veran sprechen, ja? Vermutlich benutzt Veran Königin Ambi, um den Turm bis zum Himmel hinaufzubauen. Erlangt jemand unreinen Herzens die Kräfte des Schattens, wird diese Welt in Finsternis gehüllt. Genau darum geht es hier. Das Jetzige zu verstehen heißt, das Vergangene zu kennen. Veran hat freie Bahn, wenn sie dunkle Kräfte in der Vergangenheit für sich findet. Link, du musst Veran Einhalt bieten und Nairo retten. Muss ich das wiederholen? Auf keinen Fall. Ich erinnere mich schwach. Ich glaube, die im ganz Labyrinth versteckten Essenzen der Zeit sind notwendig, um Veran zu besiegen. Diese Essenzen beinhalten die Kraft, die Wahrheit zu sehen. Und in ihnen liegt meine Erinnerung. Du bezwingst Veran nicht, wenn du die Wahrheit nicht erblickst. Die Störung des Zeitflusses hat mein Gedächtnis verblassen lassen. Was sollen wir nur tun? Ich bin verloren. Wenn du jedoch die Essenzen findest, werde ich mich an alles erinnern. Und du kannst Veran stoppen. Bitte, nimm diese Aufgabe an, Link. Suche zunächst östlich von hier den Yol-Friedhof auf. Dort erfülle ich die erste Essenz. Vielleicht hilft dies ein wenig. Ding, ding, ding. Die Glutkerne in diesem Saatbeutel bringen Licht ins Dunkel und entflammen kleine Büsche, die dir im Weg stehen. Du erhältst den Saatbeutel. Er erhält bereits 20 Glutkerne. Sehr cool. So, jetzt haben wir das erste Item. Also das Inventar wird sich nach und nach mit nützlichen Sachen füllen, mit denen wir dann die Rätsel lösen können. Und ich habe schon immer diesen... Ich will das jetzt nicht Fetisch nennen, aber ich habe schon immer diese Angewohnheit gehabt, dass ich die Gegenstände immer in der Reihenfolge behalte, in der ich sie bekommen habe. Also auf A habe ich immer das Schwert. Und dann, je nachdem, was als nächstes kommt, das werde ich dann auf B packen. Und wenn wir jetzt den nächsten Gegenstand kriegen, dann muss der hier hin. Also das, was gerade markiert ist. Das ist ein bisschen komisch, ich weiß. Ich bin komisch. Aber das braucht ihr mir nicht sagen. Das weiß ich selbst. So, wir haben 9 Stück. Die Blutkerne brauchen wir nicht sammeln. Wir haben ja schon 20. Also gehen wir jetzt hier nach rechts. Und suchen, wie uns der Makrobaum aufgetragen hat, den Yol-Friedhof auf. So, einmal ein Rundumschlag. Nur Herzen. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht noch einen Rubin finden. Weil ich 10 Stück haben will aus irgendeinem Grund. Ich weiß es auch nicht. So, aber... Zack, Yol-Friedhof. Und hier, die Dinger kann man nicht... Die sind quasi aus Stahl, diese Bäume. Die kann man einfach nicht so klingen, weißt du? Aber man kann sie trotzdem niederbrennen. Und dann ist der Weg frei... für den Yol-Friedhof. So, hier brauchen wir... Da brauchen wir den Bären zu, dass wir da durchkommen. Und... dann geht es hier direkt schon mal weiter. Hier haben wir einen Schlüssel, da kommen wir nicht lang. Also gehen wir erstmal nochmal hier runter. Hallo Geist. Wie geht es denn so? So, und weil wir jetzt für die Rätsel ganz viele Glutkerne brauchen, finden wir die jetzt auch andauernd. Niemals, das ist so gruselig. Es ist stockfinster in dem Grab an dem Baum dort. Oh Mann, du bist wirklich ein Angsthase. Und außerdem, was ist, wenn er herauskommt? Geist! Und weg sind sie. So, einmal einen Rundumschlag hier lang. Finden aber nur Herzen und keinerlei Rubine. Macht nichts. Wir finden später noch mehr als genug. So, da brauchen wir das Kraftarmband. Dann hätten wir das dritte Herzteil. So, und ich weiß, dass man... Konnte man das? Ach nee. So, dort kommen wir runter. Da haben wir 5 Rubine gefunden, ganz nett. Und einmal zack. Und einmal zack. Das ultraschwere Rätsel gelöst. Ah, der Gruftschlüssel. So, das soll natürlich einen Totenkopf darstellen, damit das Ganze schön gruselig bleibt. Wirkung ein winzig kleines bisschen verfehlt. Also nur geringfügig, das merkt man kaum. Und weiter geht's. Ich guck nochmal, ich hier. Nö. Aber hier. Ja, klar. Hier finden wir einen Haufen Blutkerne. Blutkerne, Mann. Und flupp. Und
Und wir können die Gruft betreten mit jenem Gruftschlüssel, den wir eben erhalten haben. So, das war so eine Fee, die kommen relativ selten. Das heißt relativ selten, ab und zu halt eben. Und die heilen einen komplett. Also egal wie viele Herzen man hat, die heilen einen dann einfach voll wieder. Ich weiß gar nicht, wieso ich das hier gerade mache. So, du hattest das Problem. Obwohl doch, hier fängt, glaube ich, bald an dem Viech her, fängt, glaube ich, diese Quest an, diese Sammelquest, von der ich in der letzten Folge schon geredet habe. So. Dann gehen wir mal in das erste Dungeon. Level 1, Geistergruft. So, und in den Leveln hat man dann jeweils auch eine gesonderte Karte mit ja, Punkten, wo wir sind. Und in den Räumen kann man auch, wenn man genau hinguckt, sieht man auch Ausgänge aus den Räumen. Das heißt, wir können hier einmal links raus, wir können einmal rechts raus und oben ging nicht. Gucken wir mal nach links. So, mähen uns einmal durch diesen Raum hier durch. So, und ja, diese ganzen Töpfe, die lassen schon, uff, das ist aber schwer. Ja, und genau dieser Satz lässt schon andeuten, was wir in dieser Höhle finden werden, und zwar genau das Kraftarmband, mit dem wir schwere Dinge heben können. So. So, der ist nicht ganz so schwer. Also, so ein Pot ist natürlich leichter als... Egal. So, einmal blau aktiviert. Jetzt können wir hier nach links und nach oben. Nach... Okay, ich gucke erstmal hier lang. Eine Karte. Drücke Select, um sie zu sehen. Dunkle Felder zeigen und besuchte Räume an. So, in jedem Dungeon gibt es eine Karte und einen Kompass. Die Karte deckt halt logischerweise die ganze Karte auf. Und wenn man den Kompass findet, werden einem alle verbleibenden Truhen, die man noch nicht geöffnet hat, auch angezeigt. Sodass man sehen kann, was man noch verpasst hat. Jetzt ist das natürlich wieder zu. Das heißt, ich gehe hier nochmal so raus und kann ihn wieder nach oben schieben. Ist auch blau, ne? Ja. So, der öffnet uns jetzt natürlich beide. Wir gehen aber erstmal nach rechts. Immer einfach. Also, das ist so meine Vorgehensweise. Ich versuche da gar nicht taktisch dran zu gehen. Ich erkunde einfach munter drauf los. Mal schauen, was das so gibt. Wie gesagt, ich kann es auch noch zwei, dreimal sagen. Ich kenne das Spiel ja bereits. Ich habe das als Kind gesucht und bin ein Blöder. Aber so ein oder zwei Sachen, die entfallen einem dann doch nochmal ganz gerne. Und man kann sich nicht immer hundertprozentig an alles erinnern. So. Wir können jetzt hier einmal... Die Truhe will ich noch haben. Genau, da ist nämlich der Kompass. Genau wie ich erzählt habe, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Truhen und der Boss wird uns auch angezeigt. So, aber jetzt müssen wir leider nochmal hier rechts rum. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verpeilt. So, einmal den. Und einmal nochmal rechts rum. So dass wir den Stein dann nach links schieben können, so dass wir dann nach oben kommen. Das ist nämlich der Plan. So, wenn wir von unten kommen hätten, von unten kommen wir an die Truhe, und wenn wir jetzt von rechts kommen, können wir den nach links schieben. Und kommen mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben. So, das Geräusch bedeutete auch, dass wir hier eine Truhe haben. Mit einem Schlüssel drin. Sehr schön. Mit ihm öffnest du verschlossene Türen. So, einmal nach links. Okay, in dem Raum können wir nur nach oben. Dann schieben wir mal diese tonnenschweren Blöcke, die wir offenbar ohne Kraftarmband schieben können. Und die Teile sind viel zu schwer. Schieben wir einmal durch diese Höhle. Halt. Ist uns doch getroffen, aber er hat freundlicherweise auch gleich ein Herz fallen gelassen. So. Einmal die Brücke. Und einmal die Truhe. Monsieur, vielen Dank. So, einmal kurz auf die Brücke warten. Draufgehen und wir holen uns einen weiteren kleinen Schlüssel. So, damit haben wir schon zwei.
Entschuldigung. Und dann mal, ja, ich gehe mal hier direkt nach links, würde ich sagen. Einfach munter drauf los. So, hier haben wir einmal ein. Da können wir reingucken. Ah, das ist der Zwischenboss. In jeder Höhle gibt es einen Zwischenboss und einen Hauptboss. Ups, 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 ups. Au, au, au. Au. Lass mich mal los, Geister, bitte. So, die Zwischenbosse sind natürlich nicht so schwer. Und die lassen auch übrigens immer eine so eine Fee fallen. Und das ist jetzt übrigens hier so ein kleiner Teleporter. Sobald man den Zwischenboss in einem Dungeon geschafft hat, aktiviert er in dem Raum ein Portal, mit dem man wieder zum Anfang kommt. So kann man auch die Höhlen in zwei Teile splitten. Und apropos in zwei Teile splitten, ich gehe jetzt einfach mal wieder hier an den Anfang. So, 200 Select, so zack, sichern. Und ja, ich setze die Höhle dann im nächsten Part fort. Wir sind jetzt nämlich schon über 21 Minuten, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt. Tut mir leid, ist aber nicht weiter schlimm. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.